Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum sitzt der Ramses nackig in der Küche. Es ist 6.22 Uhr, wie man hier sieht. Und ich habe einfach keinen Plan. Ich bin hilflos, sprachlos, rastlos nicht. Ich sitze ja hier. Aber nachher muss ich auf jeden Fall wieder zum Seminar. Und jetzt mache ich mir erstmal Frühstück, denn Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Deswegen gibt es auch um 6 Uhr hier eine schöne Pizza. Hier die gute Edelsalami von Ja. Denn das ist die beste Salami-Pizza, die ich kenne. Die gute Edelsalami von Ja. Da kommt dann noch eine Scheibe Toastkäse drauf oder vier Stück. Vier Scheiben Toastkäse und ein ganzes Glas Pfefferon, damit es auch schön richtig im Magen rumgeht den ganzen Tag und ich wieder aufs Klo muss alle 5 Minuten. Jetzt aber mein Problem, warum bin ich so ratlos? Ich weiß einfach nicht, was ich für Raids machen soll. Bei dem Hauptaccount, okay, da kann man ja mal einen Deoxys mitnehmen, wenn gerade eins in der Nähe ist, mit dem freien Raid-Pass, denn wir sind jetzt angelangt in der Ultra, in der Bonus, Ultra-Bonus Woche 2 und es gibt die 4 Deoxys-Formen im 5er-Raid. Jetzt habe ich natürlich fleißig immer die X-Raids mitgemacht, die ganze Zeit permanent, habe also eigentlich schon alle Deoxys mehrfach in jeglicher Form im Beutel, brauche ich also alles nicht. Das hat mich so wenig geflasht, dass ich selbst wenn ich auf dem zweiten Account, dritten Account eine Einladung hatte, gar nicht mehr zum X-Raid mitgegangen bin, mit den Accounts, als ich stand dort. Habe aber dann einfach nur mit einem Handy gespielt, weil ich, weiß ich nicht, wollte den Stress vermeiden, mit mehreren Accounts dort zu zocken. Hauptsache die Erfahrungspunkte mitnehmen auf dem großen. Und jetzt stehe ich da, denke mir, was machst du jetzt? Nichts? Mal einen ganzen Monat, das ist ja nur eine ganze Woche ohne Raids oder was machst du anders? Ich weiß es nicht. Was ist euer Anliegen in der Woche? Was macht ihr denn so für Raids? Schreibt es mal in die Kommentare natürlich. Denn alles andere ist auch uninteressant. Ich wüsste auch nicht mit einem Zweit-Account, ich glaube, das ist das größere Problem, dass ich nicht weiß, was ich mit dem Zweit-Account anstellen soll. Denn auf dem Zweit-Account reizt mich die Oxys überhaupt nicht. 0%. Was gibt's ansonsten? Alola Knocker habe ich schon in Shiny, brauche ich nicht. Despota habe ich fast auf jedem Account eine ganze 6er-Armee hochgezogen, brauche ich nicht. Bundemon, uninteressant. Absol, Shiny habe ich schon. Alola Raichu, Shiny habe ich schon. Machomai, 6er Armee, überall am Start, brauche ich nicht. Gengar, Shiny habe ich alles, wunderbar. Sichlor, Shiny habe ich. Tohaido, Shiny habe ich. Alola Kokowai, Shiny habe ich. Barschwa, Shiny ist vorhanden. Traunfugil, Shiny habe ich alles. Sneebel, Shiny habe ich alles. Flunkiefer habe ich auch. Shiny alles da. Shinox habe ich 3, brauche ich nicht. Zwirrlicht, Gramurx, Schubbit, dasselbe. Brauche ich einfach nicht. Ist alles da. Brauche ich nicht machen. Sonst habe ich es so gemacht, dass ich mit den zweiten Accounts immer raus bin und habe immer die kleinen Raids gemacht, wo es Shinies gibt. Nächste Woche würde das wieder interessant sein bei der Ultra-Bonus Woche 3, wenn es dann Klick im Raid gibt, auch als Shiny womöglich. Ne, das glaube ich bestätigt. Das ist also wie bei Shinox damals, ein neues Pokémon aus einer neuen Generation, nur im Raid und auch als Shiny fangbar. Das wäre interessant, da würde ich natürlich dann auf Klick gehen. Wenn ich Mewtwo da wäre, ist aber da, also würde ich wahrscheinlich nur Mewtwo raiden mit allen Accounts, die ich habe. Und so weiß ich einfach überhaupt nicht, was ich machen soll. Mit den kleinen Accounts brauche ich nichts machen, die Shinies sind alle da. Mit den kleinen Accounts brauche ich aber auch keinen Deoxys. Das ist einfach ultra uninteressant. So werde ich, weiß ich, aber ist es Verschwendung, wenn man jetzt wirklich nichts macht, eine Woche lang keinen Raid und jedes Mal diese 10.000 Erfahrungspunkte verstreichen lässt. Auf der anderen Seite bin ich selbst bei den kleinen Accounts auch meistens schon Level 40. Also einen Pokestop drehen, einen Pokémon fangen, aber keinen Raid machen, ist das die Lösung? Ich weiß es echt nicht.
Was denkt ihr denn? Was sollte so ein verzweifelter Ramses in meiner Situation machen? Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Würdet ihr trotzdem aus Trotz einfach auf Despota gehen, weil das immer noch ein gutes Pokémon ist und Bonbons sammeln, auch wenn ihr 1000 Bonbons noch in Reserve habt, auf euren ganzen Accounts überall? Oder würdet ihr einfach aus Spaß mal einen Schuppet machen? Hey, mit 5 Accounts hinstellen, Schuppet knüppeln? Ich habe echt keine Ahnung. Ich warte auf jeden Fall jetzt, bis die Pizza fertig ist. Mit dem großen Account werde ich mal sehen. Von einigen habe ich gehört, denen fehlen noch ein paar. Die Oxys-Form, da werde ich meinen täglichen Raid-Pass vielleicht dafür einsetzen, mit denen einen Raid zu machen, dass sie da das Deoxys noch kriegen, was denen fehlt. Ich selber bräuchte eigentlich gar keins, aber mach lieber einen 5er statt was anderes, wegen den Erfahrungspunkten. Aber mit den kleinen Accounts, ich habe echt keinen Plan. Es ist so uninteressant, es ist so demotivierend. Letzte Woche war es wenigstens noch gut, die 3 Raubkatzen dabei. Da habe ich gerne natürlich Raikou geradet mit dem Hauptaccount, weil es einfach das beste Pokémon von den dreien ist, weil ich dann noch einen 100er gesucht habe. Und mit den kleinen Accounts, dass man sich da ganz viele Raikou sammeln kann zum Traden, um vielleicht mal durch einen Trade einen 100er zu bekommen. Aber die Oxys braucht man eigentlich auch auf den kleinen Accounts nicht, da man es ja auch nicht tauschen kann. Was mache ich also mit den kleinen Accounts? Ich weiß es nicht. Eine Woche Raid-Pause. Schreibt ihr es mal in die Kommentare, was würdet ihr machen und was raidet ihr jetzt in der Woche? Habt ihr schon alle die Oxys-Formen? Wenn ja, raidet ihr trotzdem die Oxys oder raidet ihr was anderes? Fehlt euch noch was von den anderen Pokémon? Fehlt euch ein Shiny? Was raidet ihr in der Ultra-Bonus-Woche 2? Und gebt mir mal einen Tipp, was soll ich machen? Ich weiß es nämlich nicht. Ich bin wirklich... Ich habe keine Ahnung. Adi, was machst du da? Der räumt schon wieder die Spüle ab. Guck doch mal. Hallo, nicht die Spüle abräumen, Bruder. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann wieder, wenn die Pizza fertig ist. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer ratloser Ramses. So, und so sieht das nämlich dann aus, wenn das fertig ist. Eine Edelsalami mit Toast, Käse. Das soll mal legen, wie das heißt. Hier dieser Einzelverpackte immer in die einzelnen verschweißten Tütchen. Plus ein paar Pfefferbohnen. Pfefferbohnen, immer richtig genial, ne? Kann ich nur empfehlen, so muss das aussehen. Das ist Frühstück, ne? Das ist Adi, er pennt schon wieder halb. Nur mal so zum, habe ich es jetzt hin, genau hier, das ist die Pfefferon, ne? Picando, Pfefferon, mild pikant, aus dem Kaufland, die sind nämlich richtig genial. Egal wo ich hingehe oder so, ich sehe immer Pfefferon 1,50 Euro, 1,60 Euro, irgendwas in der Drehe. Und das ist genau dieselbe Größe wie alle anderen. Und die kosten nur 89 Cent. 89 Cent für genau die gleiche Portion, wie ihr es woanders bekommt. Aber im Kaufland laufen die Dinge eben anders. Da schmecken die richtig gut und sind auch noch günstig. Deswegen hole ich mir immer gleich einen ganzen Karton. Und meistens, wenn ich ein Glas aufmache, esse ich auch das ganze Glas mit einmal. Und dann ist mir richtig schlecht den ganzen Tag. Aber egal, das ist keine Kochsendung hier, ne? Ich weiß nämlich immer noch nicht, welchen Raid ich machen soll. Was macht ihr für Raids? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.